Hallo Freiburg. Hallo Mirko, genau. Ja, ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Geht jetzt um was ganz Strategisches, also nicht so ganz doll in die Praxis, wobei schon sehr praxisrelevant, wenn man Strategien erstellen will. Aber mal so Eingangsfrage, wer hat von euch viel oder für wen ist das Thema Content ein wichtiges, ein drückendes? Mal so Handzeichen. Und warum sind die anderen hier? Okay, wenigstens ein paar, sehr schön, vielen herzlichen Dank. Also, der Titel ist Strategisches Content Marketing oder vom Marketinginstrument zur Managementdisziplin. Ich fremdele auch immer so ein bisschen mit den Shops, weil viele Shops sehr performanceorientiert sind. Also wir beraten auch Home Shopping Europe und Saturn und das heißt, es gibt viele Shops, die auch das Thema, für die Content eben eine große Rolle spielt, aber genau das, was eben so auch diese Frage gezeigt hat, manche haben noch mit anderen Dingen zu tun und ihr habt ja auch tatsächlich sehr viele Dinge hinzubringen. Also, Content Marketing, und das finde ich immer eine sehr schöne Frage, um überhaupt mal in das Thema einzusteigen, wenn Content Marketing die Antwort ist, was war eigentlich die Frage? Also, wenn wir über Strategie sprechen wollen, ist es immer das Thema, dass wir sehr viele Optionen heutzutage zur Verfügung haben. Eine davon ist Content Marketing und was man im Rahmen von einer Strategie machen muss, sind die Optionen festzustellen, zu bewerten und dann auszuwählen. Und vor allen Dingen das Wichtigste einer Strategie ist auch immer zu sagen, was man nicht tut. Das tut den meisten Leuten sehr weh und ist für die meisten Leute sehr schwierig, weil man ja was verpassen könnte. Aber nur auf diese Art und Weise kann man sich konzentrieren auf die Dinge, die wichtig sind. Also, warum sprechen wir über das Thema? Wir sprechen über das Thema, weil sich in den letzten 3, 4, 5 Jahren massiv was im Markt verändert hat. Bis vor 10 Jahren war die Welt noch sehr einfach. Wir haben das Unternehmen gehabt, wir haben relativ wenig klassische Medien gehabt, die abgestimmt waren, wo jeder genau gewusst hat, wer was nutzt. Es gab Mediapläne und es gab Zuordnungen, dass ältere Frauen über 30 diese oder andere Medien nutzen. Also hat mal tatsächlich jemand zu mir gesagt, dass es die Zielgruppe wäre. Und was sich verändert hat, ist nicht nur, dass es die Plattformen gibt, die gibt es schon länger, aber die Nutzung hat sich halt massiv verstärkt, dass wir heute eine wahnsinnige Ausdifferenzierung haben an Kanälen und heute kaum jemand noch Überblick hat von dem, wer was wann irgendwie nutzt, wo wir was jetzt bespielen müssen. Und wir kriegen als die Leute, die irgendwie Content, also im Sinne von Kommunikation, Werbung, Marketing, fällt ja alles darunter. Ich darf weiter hin und her laufen? Okay, wie beim Fußball heute, mal gucken, jemand kommentiert. Also, dass auch die, was die untereinander kommunizieren, ja in der begrenzten Zeit, die jeder Verbraucher zur Verfügung hat, um irgendwie Content zu kommunizieren, da sind wir auf einmal auch im Wettbewerb von Content, der eben von Oma, Opa, Enkel oder sonst wie irgendwie kommt. Und da entsteht also ein ziemlich großes Chaos. Und das war es aber noch nicht. Das heißt, dass man diese ganzen Kanäle jetzt bedient, sondern das war so ein bisschen der erste Schritt, den man beobachten konnte. Das war die neuen Kanäle erschlossen wurden, aber im Grunde genommen genau die gleiche Kommunikation, die wir vorher hatten, auf diese neuen Social Media angewendet wurden, nämlich sehr viel Werbung. Wir haben eine sehr starke Werbeablehnung auf der anderen Seite. Und die grundsätzliche, ganz einfache Idee des Content Marketings ist jetzt, dass man jetzt anstatt mit Werbung irgendwie jetzt mit Fachartikeln, Infografiken oder E-Books oder Videos sowas arbeitet. Nur mal ganz blöd, so was die Grundidee war. Also keine Werbung mehr zu machen, sondern irgendwelche Content-Formate zu benutzen, die eben jetzt unterhalten oder informieren oder beraten. So, das ist aber auch nur ein Teil der Wahrheit. Und das ist jetzt auch eine große Erfahrung jetzt aus sehr, sehr vielen Projekten, die wir gemacht haben. Wenn wir uns nämlich mal angucken, wie jetzt so die, ja, vielleicht die Evolution im Marketing gewesen ist, so ab den 50er Jahren, wo es in Deutschland angefangen hatte, hatten wir die Klassik, also ganz klassisch Werbeorientierung. Ab 95, das war ja eben auch schön bei dem Case zu sehen, jetzt müssen wir ins Internet, kam Interaktion dazu, also das war ja das Besondere an Online, dass wir Interaktionen hatten. Dann ab 2010, da würde ich so einschätzen, kamen eben unglaublich viele zusätzliche Kanäle hinzu, wo wir uns ja auch ständig fragen, ist es ein Kanal, der relevant ist, ob das Snapchat ist oder Instagram ist, etc. pp. Nennen wir es Social Media. Und wie gesagt, dann heute mehr diese Konzentration auf Content und auf die Formate. Und worüber ich heute auch sprechen will, ist, dass das in der Mitte stecken geblieben ist, weil es nicht darum geht, um das Format, also das Webinar oder das E-Book, das ist nicht der Content,
Der Content ist das, was in dem Webinar oder dem E-Book drin ist. Und auf den müssen wir achten, dass der genau die Zwecke erfüllt, die wir daher brauchen, um letztendlich dadurch auch mehr Business zu machen. Also wie geht es da weiter? Und da sehen wir heute auch, und das ist auch wieder eine neue Entwicklung, wenn wir uns Google anschauen. Also Google hat quasi diese Entwicklung auch mitgemacht. Und gerade für Shops ist Google natürlich unheimlich wichtig. Heute ist der zentrale, der wichtigste Ranking-Faktor auf Google Autorität. Authority. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Google eben nicht mehr guckt, die einzelne Seite, die einzelne Page, die man dann optimiert, sondern Google schaut, ob die ganze Instanz, also die URL, die Domain, auf der ihr seid, ob es da zu einem Thema, was sie sehr gut erkennen, weil sie eben diese semantische Intelligenz haben, ob es auf dieser Seite alles Relevante gibt, was man zu diesem Thema suchen kann. Also da kommt doch jetzt IDF, EDF und so weiter ins Spiel. Danach will Google suchen. Und wenn wir noch einen Schritt weiter gucken, da zeige ich gleich ein paar Beispiele, dann sehen wir, dass die erfolgreichsten Unternehmen die sind, die nicht nur dann über Themen sprechen, also eine Autorität für, was wir vorhin gesehen haben, Damen-Oberbekleidung sind oder Körbchengrößen oder was auch immer, ne, darum wird es gehen, sondern auch noch ein Why beantworten, eine Story haben. Eine Story, die von der Geschichte her das Unternehmen mit dem Thema, mit dem Konsumenten verbindet. Und da kann man jetzt noch ein Plus dazwischen machen, weil das nichts ist, was sich verändert, sondern quasi aufeinander aufbaut. So, und wenn wir uns jetzt angucken, ich habe jetzt nur ein paar Beispiele genannt, von Unternehmen, von starken Unternehmen, die eben nicht einfach nur über ein What, also über ein Thema sprechen, sondern dahinter eine Story haben. DAF kennt jeder. Die haben ein zentrales Narrativ, sagt man, also eine Erzählstruktur. Das heißt, you're more beautiful than you think. Also die sprechen nicht über Hautcremes oder sowas, sondern die sprechen darüber, dass, ich muss jetzt nur Frauen angucken, weil DAF richtet sich hauptsächlich an Frauen, dass ihr viel schöner seid, als ihr denkt. Und produzieren jeden Content, der auf diese Geschichte einzahlt. Das ist ein Filter, der bei der strategischen Planung eine sehr große Rolle spielt. Bei der Bahn heißt es, diese Zeit gehört dir. Und die Bahn nimmt dieses Thema so ernst, dass er uns ja immer noch mehr von dieser Zeit schenkt. Also das ist dann Serviceorientierung. Ich fahre übrigens sehr gern mit der Bahn, auch wenn es mal ein bisschen länger dauert. Oder Saturn, ne, da ist der Slogan bei Technikfragen, Technikfragen. Aber das gesamte Content-Engagement, was sie haben, anders als Beispiele beispielsweise bei einem Wettbewerber jetzt von E-Plus oder sowas, geht das nicht auf den direkten Abverkauf, sondern dass sie durch Content ihre Positionierung stärken wollen, der erste Ansprechpartner zu sein bei allen Themen, wo es um Elektronik geht, weil sie das strategisch herausgefunden haben, dass es ein Grund ist, wieso die Leute zu Saturn kommen. Das ist eine wichtige Bedingung. Also da geht es gar nicht im E-Commerce vordergründig darauf, direkt auf Abverkauf zu gehen, das ist nicht der entscheidende KPI, sondern diese Positionierung zu stärken. Oder Airbnb, ne? Das ist keine Mitwohnzentrale, da geht es um die Geschichte, die Welt aus den Augen eines Einheimischen zu erleben, also nicht in irgendeinem Hotel zu sein. Also das ist eine große Erfahrung und immer so die größte Herausforderung, wenn wir im Moment unsere Content-Strategien erstellen, dieses Why, dieses zentrale Narrativ zu finden, warum wir das eigentlich machen, damit es nicht nur aussieht, oder mal sarkastisch gesagt, dass die Leute nicht mitkriegen, was das wahre Why ist, nämlich Kohle zu verdienen. Das reicht heute nicht mehr. Aber so oder so haben wir ein kleines Problem, wenn wir Content einsetzen wollen, weil im Grunde genommen haben wir das nur verlagert. Das ist jetzt so eine typische Situation für mich, die sich darstellt, wie Content eigentlich sich dem Konsumenten darstellt. Das heißt, wir wollen eigentlich nur irgendwas lesen und haben die gleiche Situation, als ob wir in den Supermarkt reingehen, eigentlich nur ein Müsli kaufen wollen, aber eine riesige Wand sehen jetzt von verschiedenen Müslis und genauso orientierungslos sind und eigentlich gar nicht wissen, was wir nehmen sollen. Da können wir, wenn wir mehr Zeit hätten, noch heute über Content-Marke sprechen, die wichtig sind oder die irgendwann wichtig wird, um allein überhaupt mal durchzudringen, dass nämlich irgendwann, achtet mal drauf, ich will es nur ganz kurz ansprechen, selbst, also wenn ihr selber in Google sucht und selbst wenn ihr einen Suchbegriff findet oder ein Suchergebnis habt, was auf 1 oder 2 ist, wenn der Absender niemand ist, mit dem ihr eine Kompetenz verbindet oder wenn ihr vielleicht schon 2 oder 3 Mal drauf geklickt habt und von dem Absender enttäuscht wurdet, klickt ihr nicht mehr drauf. Also dann nützt euch irgendwann auch nicht mehr eine Position in 1 oder 2 mehr. Also auch hier gibt es eine Marke, also den Absendernamen,
der ein Versprechen auslöst, ein Versprechen zeigt für den, was die Leute erwarten dürfen. Und das ist quasi jetzt unser Content-Supermarkt. Das ist jetzt, Stand 16.44 Uhr, eine Live-Schalte direkt nach Tokio. Quatsch, das ist ein Video. Aber das zeigt so, was heute so an Content da ist. Ne? Über 1 Milliarde Webseiten, die konnektiert sind. Jetzt nur zu der Uhrzeit 250 Millionen Tweets, 1,6 Milliarden Google-Searches, 3 Milliarden Videos. Also anders gesagt, was die Welt eigentlich am wenigsten braucht, ist noch mehr Content. Es gibt mehr als genug. Das heißt also, wir müssen den richtigen Content machen. Und das ist ja nicht nur der Content, der online ist, auch der Content, den wir täglich sehen. Also ich weiß nicht, ob ihr die Zahl kennt. In Freiburg ist vielleicht ein bisschen weniger als in Berlin, wobei ich das gar nicht weiß. Aber jeder von uns erhält jeden Tag ungefähr 10.000 sogenannte Offer to See. Also Möglichkeiten, technische Möglichkeiten, Werbung wahrzunehmen. Also wenn wir eine Straße lang fahren und jedes Plakat, was da steht, was wir angucken könnten, wenn wir hinschauen würden, dann summiert sich das auf 10.000. An wie viel könnt ihr euch von gestern erinnern? Keine, genau. So, und das geht jetzt auch weiter im Internet. Das ist nicht eine Werbeseite von irgendeinem Werbemittelhersteller, was man denken könnte, sondern eine ehemals, eine der renommiertesten Zeitungen, eine der renommierteren Zeitungen in Deutschland, der Frankfurter Rundschau. Da unten links ist auch ein Artikel. Oder bei Spiegel Online passiert dann sowas. Also das ist richtig so voll in the faces, dass man runterscrollt, auf einmal ist die ganze Seite mit Werbung belegt. Das zeigt so ein bisschen die Hilflosigkeit wie der Hersteller, weil sie überhaupt nicht mehr durchkommen. Oder auch nochmal Spiegel, sage ich, mein Liebling, und das ist ein Video, der im Hintergrund läuft. Also dabei zu lesen ist einfach schlichtweg unmöglich. Also da, dass sich da irgendjemand wundert, dass Werbeblocker verwendet werden, ist völlig unglaublich. Und das treibt so die Hilflosigkeit eigentlich auf die Spitze. So Influencer-Marketing, also ist jetzt natürlich ein bisschen gemein von mir. Ne, also die Aufgabe war, inszeniere jetzt Korall authentisch in deinem Leben. Genau, und also da gibt es ganze Serien davon, wo man eben seine Korallflasche jetzt dabei hat. So, aber worum geht es eigentlich in dem gesamten Spiel? Also noch mal ein bisschen auf die Basics zu kommen, um dann zu verstehen, was wir tatsächlich zu tun haben. Der Ablauf ist immer der gleiche, den kennt er. Ob man den jetzt Sales Funnel nennt oder Customer Journey oder sowas, es geht immer darum, dass wir einzelne Micro-Conversions haben. Also dass irgendwann der Konsument da draußen unbewusst ist, also gewisse Dinge nicht weiß. Dass wir dann sagen, wir wollen ihn neugierig machen, dadurch entsteht Interesse. Wenn das Interesse bestätigt wird, wird er ein Kunde und dann müssen wir pflegen, dass er auch ein Kunde bleibt und das unter Umständen weitererzählt. Also mal ganz blöd gesagt, wie, ich habe ein Problem, wo kann ich das, wie kann ich das Problem lösen, hey, das sieht richtig gut aus und so weiter. Und üblicherweise, es kommt jetzt sehr darauf an, weil Job ist ja auch nicht bei Shop, also bei Fragen des täglichen Bedarfs geht, das kann das relativ schnell durchgehen, bei Dingen, die man vielleicht nur einmal im Jahr oder einmal im Leben kauft, da gibt es so diesen schönen Circle, den man macht, also man guckt sich die Seite an, geht wieder weg, fragt Freunde, sucht nochmal auf Google, schaut im nächsten Shop, das kennt er alles. So, und im Grunde genommen, so stellt sich jetzt dieser Sales Funnel dar. Also das sind die Aufgaben, die wir jetzt in der Kommunikation haben. Wenn wir ganz oben anfangen, also die erste Frage natürlich, wie mache ich erstmal die Leute auf mein Thema aufmerksam? Das heißt noch nicht auf das Produkt. Das muss nicht sein. Ich gebe gleich ein Beispiel. Dann, wie überzeuge ich mit meinem Lösungsansatz? Wie überzeuge ich denn mein Produkt? Und wie mache ich dann die Kunden zufrieden? Und was hier, wer hat schon mal von Simon Sinek gehört? Sehr gut, das ist nämlich genau das. Die gleiche Struktur haben wir hier. Wir haben in der frühen Verkaufsphase adressieren wir immer das Why, also das ursprüngliche Motiv. Was will ich lösen? Wie gesagt, ich gebe gleich ein Beispiel. In der zweiten Phase dann zu sagen, was sind aus den unterschiedlichen Optionen, die es gibt, helfen wir dir, die richtige Lösungsoption herauszufinden. Dadurch bauen wir auch Kompetenz aus, weil wir diejenigen sind, die geholfen haben. Das ist genau die gleiche Situation wie im Laden, wenn ich zum Hugendubel, zum Hirma oder sowas komme. Wenn ich noch nicht weiß, was ich will und der Verkäufer kommt zu früh, dann nervt er. Kennt er alle, ne? Nee, ich will ja nur gucken. Lass mich mal in Ruhe. Aber wenn ich dann soweit bin, nämlich in der unteren Phase, und jetzt tatsächlich gucke, Mensch, gibt es das auch in 62? Dann bin ich sauer, wenn keiner da ist. Okay, ein Beispiel zu nennen. Ihr kennt alle Black & Decker, oder? Was stellen, was verkaufen die? Ist jetzt einfach. Bohrmaschinen, sehr gut, danke. Ist aber falsch.
Ne? Black & Decker verkauft Löcher. Ja, weil, also wenn man nicht gerade ein Nerd ist, dann hat man irgendwie nichts mit einer Bohrmaschine zu tun. Und wenn man Nerd ist, dann kauft man auch eine Hilti. So, also das Loch, um das geht's, und eigentlich geht es darum, dass ich da einen Dübel reinstecke und vielleicht eine Schraube reindrehe, dass ich dann zum Beispiel mein Fahrrad, was immer zu Hause rumsteht, an die Wand hängen kann. Also das ist genau dieser Ablauf, why, how oder what oder with what. Das heißt also, dass ich Leute ansprechen kann, zuerst bei meinem Motiv, was ist dein Problem, hast du zu wenig Platz, was machst du mit dem Fahrrad, da kommen wir ins Themenmanagement so langsam rein, jetzt zu der Verbindung mit Content. Da kriegen wir natürlich deutlich mehr Leute interessiert als für das Thema Black & Decker, Black & Decker, Black & Decker. Ne? Da bleibt uns nur noch möglich, right in the face, immer zu gucken, schön große Anzeigen. Aber das sind Sachen, danach suchen die Leute. Da haben sie eine Idee. Da bringen wir sie auf die Ideen, zu sagen, hey, hier kannst du eine aufgeräumtere Wohnung haben. Wenn wir die da haben und sagen, hey, geil, das will ich haben, dann überlegen wir uns, ja, was musst du jetzt dafür tun? Ist eine schwierige Wand, ist vielleicht eine Kachelwand, da musst du so und so bohren. Das machen wir, dann sagen sie, hey, du bist ein guter Typ, du hast mir bezahlt. Ach, und übrigens brauchst du ja auch noch eine Bohrmaschine und dann kaufen sie natürlich sehr leicht. Also das ist ein ganz normaler Vorgang, wie jeder Verkauf sehr gut funktioniert. In der Online-Welt ist es nicht so, dass jeder immer komplett oben im Funnel einsteigt. Manche steigen auch gleich unten ein, weil sie sagen, ich brauche jetzt einen Black & Decker, Black & Decker, Black & Decker. Und im Grunde genommen sind auch diese Stufen eigentlich nichts Neues, weil klassischerweise sind die besetzt gewesen von Werbung, Marketing, Sales und Service. Ne? Das sind genau die Aufgaben. Marketing soll erstmal Werbung soll aufmerksam machen, soll emotional ansprechen, soll Motive adressieren. Marketing soll dann erklären, warum wir die Besten sind. Sales soll dann den Schluss machen. So, dummerweise haben wir aber gehört, dass Werbung und Marketing jetzt nicht mehr so gut funktionieren. Und die Frage von diesem ganzen Spiel, was wir machen, von Content Marketing ist, können wir das jetzt alles mit Content ersetzen? Und dafür haben wir jetzt so lustige Namen entwickelt, Tofu, Mofu und Bofu. Das heißt nur Top of Funnel, Middle of Funnel und Bottom of Funnel. Kann man aber irgendwie anders auch nennen. Aber das ist deswegen wichtig, um zu sehen, dass wir jetzt sehr gezielt, fast skalpellartig, Content entwickeln können, um unterschiedliche Zwecke und unterschiedliche Ziele in unserer Kommunikation zu erreichen. Und wenn man sich das genauer anguckt, dann lernt man, dass diese einzelnen Contents völlig anders funktionieren. Also das ist jetzt so ein Chart, was man für eine Präsentation nicht gut verwenden kann, aber wir stellen die auch zur Verfügung, denke ich, und die könnt ihr euch dann runterladen oder macht doch einfach ein Foto. Genau, also das zeigt, dass in jedem Bereich sowohl Ziele als die geeigneten Content-Arten, als auch die Kanäle, hier kann ich auch gucken, auch der Call to Action, der dann wichtig ist, um die nächste Conversion zu triggern, sozusagen, oder auch das Branding, sehr, sehr unterschiedlich sind. Also bei einem Tofu-Content soll ich tunlichst vermeiden, hier schon mein Branding reinzuzeigen, weil da Misstrauen entsteht. Bei Bofu-Content kann ich so viel branden, wie ich will. Also das sind so ein paar taktische Hilfen, die wir, wie gesagt, täglich dann in der praktischen Arbeit anwenden. Und jetzt mal hier ein Case, die werdet ihr wahrscheinlich alle kennen, ne? Wirecard. Das heißt also, mit denen arbeiten wir auch, um da mal einen Fall zu zeigen, wo wir das mal durchexerziert haben. Und das Thema ist Alipay. Sagt jemand das was? Ja, nur wenigen. Genau das ist das Problem, dass Wirecard jetzt guckt, wie können wir in Europa bei deutschen Händlern das Thema Alipay platzieren. Alipay ist das Zahlungsmittel von Alibaba. Alibaba, größter IT-Dienstleister in China und quasi das einzige Zahlungsmittel. Also China ist völlig weg vom Bargeld, anders als wir. Die haben auch keine Mastercard oder sowas. Und der Case, den wir im Moment untersuchen und auch eine Studie dazu erstellen, ist, dass denen die sehr wohlhabenden Chinesen nach Europa kommen, nach Paris, auf die Champs-Élysées, da zu Cartier gehen und sagen, wow, tolles Diamantcollier, wäre toll für meinen Hund. Der Hund ist ein blödes Beispiel beim Chinesen. für meine Tochter, oder dann nehme ich gleich zwei, was, 300.000 Euro, kein Problem, hier meine Alipay-Karte. Und der Händler steht dann ganz schön doof da. Ne? So, also sprich, eine Studie zu machen und damit fangen wir jetzt an beim Tofu-Content, nämlich die Frage, wo ist dieses Why, wonach sucht der Händler ständig, wo ist er immer aufmerksam, wo müssen wir ihm auch nicht in the face, weil er ständig von sich aus sucht, nämlich nach neuen Geschäftschancen oder er hat Angst, sie zu verpassen. Und die Story, die wir oben erzählen werden, ist, im europäischen Handel gehen jährlich 3,5 Milliarden oder wie waren es, 5,3 Milliarden Euro mit asiatischen Touristen verloren.
So, das ist eine Story, da kommt Wirecard überhaupt noch nicht vor. Das Einzige, was wir platzieren wollen, ist genau diese Angst oder diese Aufmerksamkeit dazu für Scheiße, das müssen wir uns echt mal angucken, das Thema. Ne? Wenn ihr so eine Studie lesen würdet, dann würdet ihr auch hinkriegen. So, da können wir jetzt ein Call to Action machen, hier die gesamte Studie runterladen, ne? Dann können die ihre Adresse angeben, dann können wir die weiter verfolgen mit Lead Nurturing und so weiter. So, jetzt ist die Zielgruppe aber aktiviert und in dem Moment, wo sie aktiviert ist, wird ihnen auch alles auffallen, was in der Richtung kommt. Sie kennen das vielleicht. Ist mir mal passiert, kennt ihr bestimmt auch. Also, stellt euch vor, ihr wollt ein Mini kaufen. Ihr kommt auf die Idee, Mensch, ich würde mir jetzt ein Mini kaufen. Was passiert, wenn ihr jetzt auf die Straße geht? Ihr seht überall nur Minis. Die waren vorher nicht da, würdet ihr wetten. Die sind jetzt alle rausgekommen, nur weil ihr kaufen wollt. Nee, aber so funktioniert unsere selektive Wahrnehmung. Ist genau das Gleiche. Das heißt, wir gestalten jetzt im Rahmen dieser Kampagne auch noch jetzt weiteren Content, der heißt, so integrieren Sie chinesische Zahlungsmittel effizient in Ihre Zahlungsprozesse, weil das ist der notwendige Schritt. Da ist Wirecard jetzt nur als Kompetenzträger. Wir reden noch nicht von der Wirecard-Lösung, sondern erst mal langsam heranbringen. Und dann gibt es eben dritten Content, das ist jetzt der BOFU-Content. Da geht es jetzt konkreter dran, was jetzt Wirecard kostet, wie es funktioniert und so weiter. Und das sind jetzt drei unterschiedliche Contents, die wir quasi dann in den verschiedenen Dimensionen platzieren. Auch der zweite Content, also der Middle-of-Funnel-Content, ist jemand, der dann auch sehr gut auf SEO funktioniert. Ohne den ersten Content nicht, weil keine Sau danach gesucht hätte, weil er überhaupt nicht wusste, was das überhaupt bedeutet. So, und so ist es dann aufgebaut und dann können wir am Schluss noch eine Case-Study machen von den Kunden, die wir haben, dass es tatsächlich funktioniert hat und dann ist es rund und auf diese Art und Weise eben den Content aufbauen. So, und jetzt nochmal zu sagen, was ist jetzt das Besondere, wenn wir auf Content achten? Und das ist eine Überlegung, ich hoffe, dass euch das auch so gut gefällt. Für mich persönlich war das sehr erhellend, als ich dann irgendwie darauf gekommen bin. Also man sagt, es geht ja um Nutzen. Ne? Content muss Nutzen bieten, anders als Werbung. Nutzen ist definiert als der Grad der Erfüllung eines Bedürfnisses. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, immer wenn der Berater nicht weiter weiß, macht er irgendwie eine Matrix oder sowas. Also das ist jetzt der ansteigende Grad der Bedürfniserfüllung. Und da haben wir jetzt zwei Ebenen. Auf der linken Seite haben wir die Werbung und auf der rechten Seite haben wir das Unternehmen, was das tatsächlich total erfüllt. Und die Besonderheit der Werbung ist, dass Werbung immer nur verspricht. Und niemals erfüllt. Sehr gut, also das Versprechen eines Nutzens und das Unternehmen ist zuständig für die Erfüllung des Nutzens. Und genau da gibt es den Gap, weil wir viel zu viel versprochen haben, dass das Unternehmen das nicht leisten kann. Und denkt mal drüber nach, ob Content genau dieser Lückenfüller sein kann, dass wir mit dem Content nämlich beweisen können, wir können erfüllen, wir können Bedürfnisse erfüllen. Was für Bedürfnisse sind, sage ich gleich. Und dadurch kriegt Content-Marketing einfach eine andere Bedeutung. Also wenn wir jetzt das Beispiel Saturn nehmen, da ist das Bedürfnis oder beziehungsweise das Versprechen in der Werbung, hey, du kriegst hier das Handy, was dir genau gefällt. Das Erfüllen des Nutzens wäre, hey, ich habe jetzt genau mein Handy, was mir gefällt. Aber dazwischen gibt es ein Problem und weitere Bedürfnisse, weil ich gar nicht nämlich weiß, welches für mich das richtige Handy ist. Also mit Content-Orientierung zu geben, Auswahlmöglichkeiten zu geben, ist in dem Fall genau das Richtige, was hier ein konkretes Bedürfnis erfüllt, nämlich das Bedürfnis nach Orientierung. So, auf diese Seite bauen wir das aus und sehen dann auch einfach die unterschiedlichen Werbung, ist jetzt nicht gut oder ist jetzt schlecht. Aber der Charakter von Werbung ist immer die Aufdringlichkeit, also immer dieses in the face. Der Charakter von Content ist ein Bedürfnis zu erfüllen. Als ganz wichtiger Kit, als Zusammenfügung zum Thema der Bedürfniserfüllung des Unternehmens. Und deswegen haben wir auch, und das wird jetzt das Spannende da drin, zwei Aufgaben. Auf der einen Seite Aufmerksamkeit zu erzeugen, aber wie ich vorhin sagte, das ist nur die halbe Miete. Tatsächlich geht es auch darum, Glaubwürdigkeit und Authentizität herzustellen. So, also und das sind jetzt, kann man nachlesen, haben wir viel auch drüber geschrieben, jetzt so typische Nutzenaspekte, die man mit Content erzeugen kann, einen Gebrauchswert, also dass man was tun kann, einen Wissen- oder einen Orientierungswert, dass man was lernt, einen Unterhaltungs- und Gesprächswert oder einen Beziehungs- oder einen Bestätigungswert. Und wenn wir uns dann nochmal genauer angucken, was Content eigentlich ist, dann ist es immer eigentlich zusammenfassend jetzt die Schnittmenge aus den Zielgruppenbedürfnissen und den eigenen Kompetenzen, die man hat. Und was wir denn aber zusätzlich noch brauchen, ist jetzt genau diese Wertschöpfung. Und das will ich mir noch angucken und dann mache ich Schluss. Nämlich, also diese drei Punkte,
wenn wir die zusammenkriegen, Zielgruppenbedürfnis, eigene Expertise und Wertschöpfung, wenn wir das Zielgruppenbedürfnis außer Acht lassen, dann nennen wir es Werbung. Wenn wir die eigene Expertise vergessen, dann ist es Geschwätz. Und wenn wir die Wertschöpfung vergessen, ist es Poesie. Also ist auch nett, aber hilft keinem weiter. So, also im Grunde genommen arbeiten wir mit Persona- und Themenmanagement. Und wenn wir uns die Wertschöpfung angucken, und wie gesagt, das will ich noch mitnehmen, weil das somit das wichtigste Learning ist, was ich denke, das stellen sich alle vor. Wir haben irgendwie einen Content und dann haben wir sofort den Unternehmenserfolg, mehr Umsatz und Gewinn. Dann hat aber der liebe Gott oder sonst irgendjemand da noch eine ganze Menge Arbeit dazwischen getan. Also Kommunikation funktioniert immer so, dass ich erst etwas sage. Das sollte ich sagen, während auch irgendjemand da ist. Wenn ich das nur auf der Toilette erzähle, ist blöd. Also dass die Leute dann irgendwann, sitzt es quasi, was ich gesagt habe, auf eurer Schulter. Dann hört ihr das. Dann sagt der Mensch, finde ich interessant, dann lasst das in den Kopf hinein. Dann passiert im Kopf irgendwas und das, was sich dann verändert, führt zu einer veränderten Handlung, zum Beispiel etwas zu kaufen. In jeder Kommunikation, auch in der Liebe. So, also Kommunikation, die nicht irgendeine veränderte Handlung zum Ziel hat, ist überflüssig. So, das heißt also, wenn wir irgendwie Strategie erstellen, Content erstellen, ist klar, wir müssen es erstmal auf die Kanäle bringen, wo unsere Zielgruppen sind, ist noch sehr banal, das den Kontakt herzustellen. Und ja, wir müssen dann auch dafür sorgen, dass die Leute zuhören. Also, dass ich hier rede, während ihr da seid, reicht nicht, wenn jetzt nämlich, im Moment tut es Gott sei Dank keiner, doch, da ist einer, in sein Handy schaut und nicht aufmerksam ist. Genau. So, und jetzt ist die entscheidende Frage, weil wir denken immer, Aufmerksamkeit wäre das Wichtige. Reicht Aufmerksamkeit, um nachher Geschäftserfolg zu haben? Dieser Pfeil und die Entfernung liegt nahe, nein. Stimmt aber nicht ganz, bei den Einzelfällen kann das schon sein. Also wenn ihr einen Shop habt, wo die Leute jetzt einen aktuellen Bedarf haben, wo der Content einen direkten Bezug hat zum Kaufprodukt, wo ein geringes Kaufrisiko ist, wo man sich keine Gedanken über die Alternative kaufen muss, machen muss oder wo man einen starken Trigger hat, also zum Beispiel Kaugummis vor dem Kassenautomaten, da funktioniert es, da reicht Aufmerksamkeit aus. Ansonsten müssen sich die Leute erstmal anfangen, mit dem Thema etwas mehr zu beschäftigen und mit euch, will ich jetzt wirklich kaufen? Das ist bei Versicherungen genauso. Brauche ich sie denn wirklich? Oder? Kleiner Scherz mit Herrn Lindner. Genau, so, jetzt habe ich mich mit ein bisschen weiter beschäftigt mit dem Engagement. Reicht das? Dummerweise eben auch nur in manchen Fällen, nämlich nur dann, wenn ich jetzt den Bedarf habe. Es hilft Ihnen gar nichts, wenn ich sage, Mensch, in 2 Jahren vielleicht, wenn ich ein neues Unternehmen gründe oder sowas. Und auch wieder, wenn der Content einen direkten Bezug zum Kaufprodukt hat und vor allen Dingen, wenn auch kein Risiko drin ist, weil die zum Beispiel wahnsinnig günstig sind. Was ich dann noch brauche, damit ich überhaupt erfolgreich sein kann, ist ein Markenvertrauen, ne, in denjenigen, der mir was verkaufen will. Ein Markenvertrauen kann ich nur aufbauen, indem ich kontinuierlich, das jetzt klingt jetzt abstrakt, aber ihr kennt das aus dem täglichen Leben, Content zur Verfügung stelle, Angebote gebe, die Erwartungen des anderen befriedigen. Jedes Mal, wenn die Erwartung befriedigt wird, entsteht Vertrauen. Und selbst das reicht noch nicht aus oder reicht nur dann auf, wenn auch ein aktueller Bezug ist. Und also ja, das ist fies, aber so ist die Realität, dass wir in manchen Bereichen, gerade wenn wir eben nur einmal im Jahr, einmal in 5 Jahren irgendwas kaufen, da müssen wir das schaffen, was wir Top of Mind nennen. Dass ich sage, darf ich das weiter verwenden? Wenn ich nochmal eine Versicherung brauche, denke ich an Herrn Lindner. Herr Lindner ist absolut Top of Mind für mich, auch wenn ich es jetzt nicht brauche. Und das letztendlich führt dann dazu, dass er oder ihr als Shop eine Wahrnehmung habt, nämlich als den fähigsten, den günstigsten, den sympathischsten oder wie auch immer, was dann zuständig ist für den letztendlichen Erfolg. Und das ist jetzt wieder, da sind wir genau wieder bei der Story. Und das ist dieser Zusammenhang von dem. Und schließen will ich jetzt, obwohl ich so viel Lust hätte, noch weiterzumachen. Aber das wäre ja gemein, weil ihr müsst ja auch noch, Entschuldigung. Also wie gesagt, ihr könnt es euch downloaden. Wenn wir das so aufbauen, wird auch die Frage nach den KPIs sehr, sehr einfach beantwortet, weil wir auf jeder Phase KPIs entwickeln können, wo wir den Status in der jeweiligen Phase sehen können, aber dann nicht den Fehler machen, den viele machen und denken, dass ein KPI ein Ziel wäre. Das will ich noch mitgeben als letzter. KPI ist kein Ziel, sondern nur ein Hinweis, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Der Weg ist, das da oben zu schaffen, Markenvertrauen herzustellen, Top of Mind zu werden. Amazon beispielsweise, wenn ich was kaufen will, denke ich nur an Amazon, an nichts anderes. Ihr habt es geschafft.
Bitte? Die Oxford Commons wird es doch zur Verfügung stellen, oder? Ja, genau. Also wird verwendet und so weiter. Ich gebe es weiter und könnt ihr runterladen. Da kommen noch ein paar mehr Charts, aber die sind jetzt nicht wichtig.